Hier ist die erste Frage. Welche Vorteile hat eine Pflanzung im Herbst im Gegensatz zur Frühjahrs- oder Sommerbepflanzung? Ganz toll. Und habe ich gerade angefangen, das Thema, also der Boden, der ist sommerwarm. Und das heißt, über den Sommer die Temperaturen genutzt und auch der natürliche Regen ist jetzt meist mehr im Herbst. Und das ist immer sind ganz tolle Voraussetzungen für eine Herbstpflanzung. Wenn jetzt die Tage noch ein bisschen kürzer werden und die Temperaturen noch ein bisschen kühler, dann fangen die Pflanzen auch an, Herbst zu machen. Dann kann man sogar schon, ich sag mal so Mitte Oktober, Ende Oktober mit Freilandpflanzen anfangen. So kann man sehr kostengünstig zum Beispiel eine Ligusterhecke pflanzen oder eine Buchenhecke. Zwei sehr robuste Pflanzen. Die sind zwar laubabwerfend, aber die Buche behält ihr Laub. Also insofern ist das Sichtschutz. Die Blätter sind zwar braun, aber trotzdem behält sie ihren Sichtschutz. Ligusta ist eine ganz unkomplizierte Pflanze. Unter guten Bedingungen behält sie auch einen Teil ihres Laubes. Man kann sie nicht vergleichen wie Kirschlorbeer, der Dauerwinter oder immer grün ist, aber trotzdem bietet es immer einen ganz tollen Sichtschutz. Man kann aber auch Thujas pflanzen, jetzt ab Mitte Oktober auch die großen mit Ballen. Also die werden auf dem Freiland kultiviert und werden dann mit dem Spaten ausgestochen, bekommen ein Jutetuch rundherum und können dann sehr gut transportiert werden. Und da kann man eine ganz tolle Hecke pflanzen, was total blickdicht ist. Ein Klassiker, also mein spezieller Liebling, ist der Thuja Smaragd, weil er wächst mehr nach oben. Er wird nicht so breit, somit verschenkt man halt nicht so viel Platz. Somit bietet er halt einen sehr schönen, dichten Hintergrund und dann kann man mit tollen Stauden, Rosen vorne davor mit vielen verschiedenen blühenden Pflanzen spielen. Also bietet der Thuja Smaragd einen ganz tollen Hintergrund. Den braucht man auch übrigens gar nicht so viel schneiden, weil er in sich so dicht wächst. Nur halt oben in der Höhe ein bisschen korrigieren. Ich sag mal alle 2 Jahre ein bisschen an der Seite. Er sollte gut ernährt sein, damit er immer halt seine frisch grüne Farbe bekommt, wie der Name schon sagt, Thuja Smaragd. Es gibt aber auch einen schneller wachsenden, den Thuja Brabant. Den muss man allerdings öfter schneiden, damit er halt die Dichtigkeit behält und auch bei Schneelast nicht so leicht auseinanderbricht. Aber einmal im Jahr würde das bei Thuja Brabant reichen. Es ist noch keine weitere Frage reingekommen, deswegen würde ich die auch noch ein bisschen weiter ausführen. Also es gibt viele, viele Vorteile bei einer Herbstpflanzung, eben der sommerwarme Boden und die regelmäßige Feuchtigkeit von oben. Auf jeden Fall würde ich bei jeder Pflanzung immer ein bisschen Pflanzerde beimischen, dass die ersten Nährstoffe zur Verfügung sind, dass sie vor dem Winter noch anwurzeln können. Es sind alles winterharte Pflanzen, insofern spielt das keine Rolle, ob sie jetzt vor dem oder nach dem Winter, also im Frühling gepflanzt werden. Und man kann auch sogar Stauden pflanzen, Rosen ist eine ganz tolle. Der September ist der beste Monat, um Clematis zu pflanzen, auch in den schönen sommerwarmen Boden. Ich würde jetzt auch lieber im sommerwarmen Boden einwurzeln als im Frühjahr. Da geht das auch, aber es spricht halt viel für eine Herbstpflanzung. Die Pflanzen wachsen sehr schnell an und kommen dann halt gestärkt in den Winter. Und sobald es dann im Frühjahr warm wird, haben die Pflanzen gegenüber den Frühjahrsgepflanzten natürlich auf jeden Fall einen Vorsprung, weil sie schon angewachsen sind. Und dann kann man halt auch einen üppigen Blütenflor erwarten. Also da gibt es wirklich mehr Vorteile. Und sogar Rosen können gepflanzt werden. Und wie ich schon sagte, Clematis auch. Bei Clematis ist nur dran zu denken, man sollte gerne einen Bodendecker den an den Füßen pflanzen, dass die Wurzel ein bisschen bedeckt ist, weil die Waldrebe kommt ursprünglich aus dem Wald, da ist der Boden bedeckt und die Köpfe sind dann den Bäumen emporgewachsen und die Köpfe, die gucken halt in die Sonne. Und so möchte er auch bei uns im Garten stehen, deswegen Clematis gerne was an die Füße pflanzen.
man gegen Schnecken im Garten tun? Also zum Beispiel jetzt, wenn wir es wieder ein bisschen feuchter bekommen, also wenn es regelmäßig regnet, dann kommen sie aus ihren Löchern gekrochen, egal ob die mit Haus oder ohne Haus. Und die wollen wir natürlich nicht haben im Garten. Es gibt von Biomol gibt es ganz tolles Schneckenkorn, was auch regenfest ist. Auf jeden Fall pflanzen wir Rittersporn. Das ist wirklich Schneckenfutter oder Salat. Das lieben Schnecken. Würde ich vielleicht sogar direkt um die Pflanzen rumstreuen, dass halt die Schnecken, wenn sie das fressen, dann verenden sie. Die verkriechen sich dann, also man sieht dann nicht die Leichen um die Pflanzen rundherum, sondern sie verkriechen sich, dann sieht man das vielleicht, das Elend nicht. Aber dann hat man sie aus dem Garten entfernt. Es gibt natürlich auf jeden Fall, wenn man jetzt so einen Lieblingsgarten hat, wo Schnecken besonders gerne hingekrochen kommen, kann man natürlich auch so ein bisschen darauf achten, welche Pflanzen man einpflanzt. Gerade unter den Stauden gibt es Pflanzen, die nicht so gern oder die von den Schnecken gemieden werden. Alles kann man grundsätzlich sagen, so wie Stachys zum Beispiel der Wollzies, wenn man den anfasst, der hat ganz weiche, pelzige Blätter. Da fängt keine Schnecke an, die das Blatt anzufressen. Also als wenn man in Watte reinbeißt, so stelle ich mir das vor. Das ist natürlich nicht so lecker. Oder alles, was ein ätherisches Öl hat, Lavendel zum Beispiel, was intensiv riecht, wenn man es auf zwischen den Fingern reibt. All diese Geschichten, das mögen Schnecken nicht so gern. Also kann man auch in dieser Richtung denken. Also nicht nur die Schnecken vernichten, sondern auch Pflanzen einsetzen in die Garten, die einfach nicht so gerne gemocht werden von den Schnecken. Ja, und wenn dann halt mal eine Schnecke rumkriecht im Garten, da kann man auf jeden Fall mit Biomol-Schneckenkorn was dagegen tun. Auf jeden Fall würde ich es auch früh genug im Jahr schon ausbringen, weil jetzt im Herbst treffen sich die Schnecken und produzieren sehr viel Eier, gerade so in schattigen Bereichen, wo es geregnet hat, wo eine Laubschicht sich gebildet hat, jetzt durch das bald fallende Herbstlaub. Und wenn dann solche Schneckeneiernester sind, das ist halt die Generation für nächstes Jahr. Ob Dahlien aus dem Boden entfernt werden oder rausgenommen werden und frostfrei überwintert werden. Dahlien sind sehr exotische Pflanzen. Die Knollen sind definitiv nicht winterhart. Die haben wirklich so fast 10 cm dicke, längliche, wie eine kleine Süßkartoffel, so sehen die aus. Und Süßkartoffeln kennt ja jeder. Und die sind dann an einer Knospe zusammen und hängen dann als Nest so zwischen 3 bis 10 Knollen an einem Auge zusammen. Und die sind definitiv nicht winterhart, man sollte sie jetzt aber trotzdem noch ein bisschen draußen lassen und die Blüte genießen, weil ich meine im Garten, die sind jetzt erst richtig in Quark gekommen und sind jetzt voll in Blüte und die jetzt alle runterschneiden würde ich noch nicht machen. Also würde ich sie jetzt auf jeden Fall bis zu den ersten Frösten stehen lassen. Selbst wenn wir mal einen Nachtfrost hatten, ist das nicht so schlimm. Da riecht man das, wenn man nächsten Morgen dran vorbeigeht, weil die Zellen durch den Frost geplatzt sind. Das betrifft aber dann wirklich nur den oberen Bereich. Da ist der Frost noch nicht in die Knolle gegangen. Das zerstört zwar den oberen Bereich, was man sowieso abschneiden kann. Und dann kann man mit der Grabeforke dann die Knolle ausgraben. Man kann sie in Sandkisten einlagern. Also man nimmt oder einen alten Schuhkarton oder einen Eimer. Da kann man die Knollen reinlegen, vielleicht ein bisschen mit Sand bedecken und dann kühl und trocken auf jeden Fall lagern, frostfrei lagern im Keller oder so. Es darf allerdings nicht zu feucht sein, muss ab und zu mal gucken, ob sich da Botrytis, der Grauschimmel oder Schimmelpilze entwickelt haben. Dann ist das ein Zeichen, dass sie zu feucht gelagert sind. Und so kann man die halt gut überwintern und im nächsten Jahr dann im Mai, also zu den Eisheiligen, wieder rauspflanzen.
gerne ein bisschen tiefer, weil sie dann standstabiler sind, gerade die hohen Sorten. Hallo liebe Ruth, kann man Zimmerpflanzen überwässern? Auf jeden Fall. Jamila, vielen Dank für die Frage. Ich freue mich. Zimmerpflanzen haben, so wie wir Menschen auch, Ansprüche. Also ich bin jetzt ein Typ, ich mag nicht das so gern sonnig auf dem Kopf. Und genauso ist das, gibt es da Pflanzen, die mehr in der Sonne stehen mögen und auch Pflanzen, die also mehr oder weniger Sonne vertragen. Zum Beispiel die Sukkulenten, die erkennt man daran, dass sie so dicke, fleischige Blätter haben. Der Pfennigbaum ist ein Klassiker dafür. Den kannst du wirklich in die Sonne stellen. Direkte Sonne würde ich jetzt nicht nehmen, aber der kann an einem Fenster, wo es halt hell und eher trocken ist, weil er Wasser in seinen Blättern speichert. Und dann gibt es die Anthurie zum Beispiel oder das Einblatt, eine wunderschöne Pflanze, Spatifyllum, die hat so eine wie eine Color, eine weiße Hauptblüte mit so einem Kelch entlang. Die kann man dann etwas trocken oder schattiger stellen. Die Zambio-Palme ist auch ein Klassiker, kann man auch etwas schattiger stellen, allerdings sollte schon etwas Sonne bekommen. Und überwässern, den Pfennigbaum nicht so sehr gießen. Man sieht das dann, wenn man zu viel gegossen hat, dann werden die Blätter sogar trocknen in sich zusammen, weil die Wurzel zu nass geworden ist, fängt dann zu schimmeln an, dann hat man einen Wurzelschaden und dann kann das Wasser nicht mehr aufgenommen werden und die Triebe geleitet werden. Also generell nie in stehendes Wasser, also wenn man jetzt die in so Übertöpfen gesetzt hat, sollte man auf jeden Fall nicht zu viel Wasser, also sie dürfen nie in Wasser stehen. Was muss ich mit meinem Sommerflieder machen, wenn er verblüht ist? Da kommt auch noch ein Special darüber. Also viele im Internet kursiert ja die Frage invasiver Neophyt. Das bedeutet, dass der Buddleia, der Sommerflieder, dass der die natürlichen Pflanzen, also die natürlich vorkommenden Pflanzen verdrängt. Das ist ja so ein bisschen Streitgespräch. Ich finde es als ganz wichtige Trachtpflanze im Sommer. Wenn er verblüht ist, sollte man auf jeden Fall die Blüten schneiden. Im Laufe der Blühphase kann man sogar die verblühten Rispen rausschneiden. Dann aktiviert man die Seitenknospen und man hat eine viel, viel längere Blühphase. Der eigentliche Rückschnitt sollte erst im Frühjahr stattfinden, weil er halt etwas später blüht und somit nicht so viel Zeit für den Winter hat, um auszuhärten. Aber auf jeden Fall während der Blühphase immer die verblühten Rispen rausschneiden. Hallo Ruth, wann muss ich meine Hortensie Annabelle schneiden, damit sie nächstes Jahr wieder viele Blüten trägt? Prima! Die Annabelle ist so eine besondere Pflanze, die ihre eigenen Ansprüche hat. Auch gerne im Halbschatten gepflanzt, ist ein Klassiker mit diesen großen weißen Blütenbällen, kann man toll kombinieren. Man sollte sie nicht zu stark düngen, weil dann fällt sie bei einem großen Regenschauer leicht zusammen. Vorbeugen kann man im Frühjahr ein paar Haselnusszweige in die Pflanze reinstecken, dann verwächst sich das mit der Pflanze und dann bleiben diese großen Blütenbälle besser stehen. Man sollte sie nach dem Blühen, also wenn es richtig eingetrocknet ist, spätestens im Frühjahr bis auf die Basis, bis auf 10 cm auf Auge schneiden. Das bedeutet, Hortensien sind gegenständig, die Augen stehen sich gegenüber und genau über so einem Augenpaar zurückschneiden. Also wie so ein Igel sieht das dann aus. Bis auf 10 cm zurückschneiden, im Frühjahr dann aus dem Knick ein paar Haselnusszweige rundherum stecken, dann kann die Annabelle in diese Haselnusszweige reinwachsen. Somit hat man einen ganz natürlichen Halt, dass sie halt dann die großen Blütenbälle halten und dann fällt das um oder fallen die halt nicht so leicht um. Also das zum Thema Rückschnitt Annabelle, also gern im Frühjahr und relativ stark runterschneiden und das jedes Jahr wieder aufs Neue.
kann ich Hibiskus auch als Zimmerpflanze benutzen oder im Wintergarten. Es gibt Hibiskus, gibt es sehr viele verschiedene. Den Hibiskus syriacus, das ist ein Klassiker, ein Garteneibisch, der winterhart ist. Da gibt es unglaublich viele Formen von. Ich habe hier gerade mal einen mitgebracht, weil er so toll blüht bei mir hier im Garten. Die William R. Smith. Ich habe die rein weiße gewählt. Wenn das so dämmert, dann leuchten die wirklich weiß und dann hat das, es riecht sie toll aus, selbst in der Dämmerung. Dann sind das wie kleine Lampions an der Pflanze, dann machen die eine ganz tolle Stimmung. Und da gibt es auch unglaublich viele verschiedene Farben. Hier zum Beispiel eine fliederfarbene mit einem roten Auge. Das sind die Winterharten, die im Garten sind. Es gibt aber auch Zimmerhibiskus, die wirklich nur im Zimmer gehalten werden. So, die haben auch so eine große Blüte, die wiederum aber nicht winterhart sind. Also da gibt es verschiedene Gattungen, die halt entweder Outdoor oder Indoor gehalten werden können. Den Zimmerhibiskus kann man aber auch sehr gut frostfrei im Wintergarten überwintern. Aber wichtig, dass er halt keine 0 Grad bekommt. Also der ist dann halt hinüber. Der Hibiskus syriacus wiederum, der ist winterhart. Stimmt es, dass ich Rhododendron im Herbst ordentlich wässern soll? Ja. Schönen Dank für die Frage. Ich habe sogar schon mal bei den Rhododendron Special dieses Thema besprochen. Rhododendron ist ja immergrün und immergrüne Pflanzen verdunsten ja über den Winter auch Wasser. Wenn aber der Boden gefroren ist, dann können sie aus dem gefrorenen Boden ja kein Wasser ziehen, weil das Wasser im Boden gefroren ist. Trotzdem, weil sie ja die Blätter haben, verdunsten sie über die Blätter. So, dann kann das leicht mal sein, dass sie halt in der Pflanze ein Wasserproblem bekommen. Deswegen jetzt gerne im Herbst oder auch im Winter, wenn wir mal eine frostfreie Phase haben, ein Rhododendron gerne mal gießen. Und zwar reden Pflanzen ja auch mit uns. Sie zeigen das, wenn sie irgendein Problem haben. Und bei Rhododendron ist es so, die rollen ihre Blätter wirklich zusammen, wie so eine kleine Zigarette sieht das aus, um die Oberfläche zu reduzieren. Sie probieren ihre Blätter ganz klein zu machen, damit die Oberfläche geringer ist, worüber sie halt verdunsten. So ein eigener Schutz, bevor sie ein ernstes Problem bekommen, rollen sie die Blätter ein. Wenn sie halt aus dem gefrorenen Boden kein Wasser nachziehen können, trotzdem aber über die grünen Blätter verdunsten. Ich habe eine Chili-Pflanze auf dem Balkon. Was muss ich beachten, damit sie den Winter übersteht? Bei Chili ist das nun so, die bilden ja so kleine Schoten, sogar in Gelb, in Orange und in Rot. Sind aber nicht winterhart, weil das ganz exotische Pflänzchen sind. Ernte sie ordentlich ab und dann stellst du sie entweder im Wintergarten und wenn du die nicht hast, kannst du sie auch etwas kühler stellen, also einen kühleren Ort. Meistens ist das Schlafzimmer nicht so stark geheizt. Es ist schon wichtig, dass sie hell stehen, also nicht zu dunkel, dass sie die Photosynthese betreiben können, weil sich eine Pflanze durch die Photosynthese ernährt. Und dadurch braucht sie halt Licht, ab und zu auch mal gießen, nicht zu viel gießen, damit sie doch die Information hat, sie hat einen Winterschlaf. Aber dann vielleicht im Frühjahr nochmal eine kleine organische Düngergabe, sprich wieder den Oskorner Animalin. Da kann man nicht so viel verkehrt machen. Und dann fängt sie wieder zu blühen an und bildet ihre Früchte aus. Also bitte nicht rausstellen, weil sie da nicht winterhart ist, aber halt etwas kühler stellen, bisschen weniger gießen, dass sie halt eine Ruhephase hat. Umso stärker kommt sie dann nächstes Jahr im Frühjahr wieder. So, mein Granatapfelbaum hat dieses Jahr das erste Mal geblüht. Wie schön. Bekommt aber noch keine Früchte. Wann kann ich mit den ersten Früchten rechnen und kann ich etwas dafür tun? Es ist so, dass viele Pflanzen brauchen einfach eine Gruppe um sich herum.
weil sie sich gegenseitig befruchten. Also es ist grundsätzlich schön, wenn man eine Familie pflanzt. Wir als gesellschaftliche Lebewesen mögen das auch, ein paar mehr Leute um uns herum, dann fühlen wir uns wohler. Und genauso ist das bei Pflanzen auch. Pflanzt einfach noch zwei oder drei als Familie zusammen, dann funktioniert das halt mit den Bienchen und mit der Befruchtung auch ein bisschen besser. Generell ist aber wirklich auch zu beachten, die brauchen auch erst ein bestimmtes Alter. Also hat auch viel was mit der Qualität zu tun. Das heißt, sprich, wie alt ist die Pflanze? Wenn es eine Jungpflanze ist, braucht sie einfach noch ein bisschen Zeit, um fruchtbar zu werden. So, um halt ordentlich Kraft zu bilden, um aus der Blüte halt eine Frucht zu bekommen. Generell ist immer ein Geheimtipp den Oskorner Animalin, weil der hat sehr viel Kalium, was wichtig ist für einen Fruchtaufbau. Den grundsätzlich zum Frühjahr düngen, vielleicht auch nochmal um den 15. Juni, um noch halt nochmal ein bisschen Kraftreserven zu aktivieren. Und dann sollte das auch mit der Frucht klappen. Also gerne ein paar mehr rundherum, damit die Befruchtung klappt. Und eben den Oskorner Animalin, dass man halt die Pflanze kitzelt, damit sie voll Kraft Blüten bildet und dann auch halt aus der Blüte eine Frucht bildet. Ja, und auch zu bedenken, dass der Granatapfel natürlich nicht winterhart ist. Also gern im Wintergarten überwintern. Also ich sag mal so, beste Temperaturen für so Exoten ist 10 Grad. Und es sollte trotzdem auch hell sein, weil sie ja ihre Blätter behalten. Ne? Und durch die Blätter bilden sie ja Nährstoffe, die sie dann halt in der Wurzel einlagern. Deswegen ganz wichtig, nicht zu dunkel stellen. Oftmals ist das so, ist auch oft eine Frage, Ficus benjamini ist eine ganz tolle Pflanze, die Luft reinigt. Also ein Klassiker halt fürs Zimmer. Gibt es viele verschiedene Blattfarben davon. Und die fangen jetzt schon so ein bisschen an, wenn die Tage etwas kürzer werden, dass sie zu die Blätter fallen lassen. Das ist einfach auch eine Reaktion. Sie haben weniger Licht, können weniger die Photosynthese betreiben. Und so wie die draußen halt die Blätter fallen lassen, so ist das bei dem Ficus genauso. Braucht man aber keine Angst haben, auf jeden Fall nicht umstellen. Und vor allen Dingen, wenn man denkt, oh, der lässt hier zu viele Blätter fallen, dann muss ich ihn ordentlich gießen. Das ist aber genau das Falsche. Das sollte man nicht tun, weil die reagieren natürlich auch auf zu viel Wasser, was dann sich halt um die Wurzel bildet, dieses viele Wasser. Dann ertränkt man auch gerne eine Pflanze und dann bekommt sie einen Wurzelschaden und das ist das größere Problem dann. Deswegen auf jeden Fall nicht zu viel gießen. Den Ficus nicht umstellen, das mag er nicht so gern. Selbst drehen hält er manchmal so ein bisschen für ungünstig. Am besten an Ort und Stelle stehen lassen. Er darf sowieso nicht zu dunkel stellen stehen und im Frühjahr wird er dann auf jeden Fall wieder neue Blätter tragen. Genau, welcher Winterschutz benötigt Rosmarin? Rosmarin ist auch eine exotische Pflanze, die generell nicht als winterhart bezeichnet werden kann hier in Deutschland. So, das ist eigentlich eine Pflanze, die sollte man verbrauchen, also abernten. Und wenn man mal zu viel hat, dann kann man das auch gerne in die Gefriertruhe für den Winter stecken. Dann hat man halt im Winter auch was, wenn man das dann auftaut und Rosmarinkartoffeln machen möchte. Aber generell ist der Rosmarin eigentlich nicht winterhart. Man kann es natürlich mit der üblichen Methode, Weihnachtsbaummethode, auch ausprobieren. Wichtig ist bei Rosmarin, dass er eher auf sandigen, durchlässigen Boden steht, nicht so sehr torfig, nicht lehmig, weil er mag gar keine nassen Füße. Und halt hier der Klassiker, was ich vorhin schon erzählt habe, beim Pampasgras, bei Rosen, dass man halt den ausgedienten Weihnachtsbaum die Zweige abschneidet und auch wie ein Iglo zusammensteckt um den Rosmarin. Das ist dann so ein bisschen Schutz vor der Wintersonne und halt auch so ein bisschen Frostschutz.
Und wenn man ganz viel Glück hat und der Winter nicht so stark ist, dann kann das schon mal sein, dass ein Rosmarin den Winter übersteht. Aber generell ist das so, dass man ihn jedes Jahr neu in die Kräuterschnecke oder in den Garten einpflanzen sollte. Eine neue Frage: Was kann man gegen braune Blätter an Tomaten tun? Tomaten sind sehr empfindlich, was so Pilze betrifft. Also da gibt es ganz viele verschiedene. Botrytis hatte ich vorhin schon mal angesprochen, aber auch verschiedene Blattpilze. Das ist aber immer ein Zeichen dafür, ne? Also was ich vorhin sagte, eine Pflanze redet mit uns. Und hier redet die Tomate mit uns. Sie steht wahrscheinlich auf einem Standort, wo die Blätter nicht genügend abtrocknen können. Also wahrscheinlich irgendwo, wo die Sonne morgens noch nicht hinkommt und wo generell mehr Feuchtigkeit ist. Und da kann der Pilz, also wenn ein Pilz ungefähr ab 4 Stunden Blattfeuchte, dann können diese Pilze in diese Blattoberfläche eindringen und das Blatt befallen. Also das ist schon mal eben ein Hinweis, dass die Tomate zu feucht steht, also mit feuchter Luftfeuchte. Und jetzt im Herbst kann man da nicht mehr viel machen. Jetzt zu spritzen, wir haben schon September, der Winter steht kurz vor der Tür oder ich sag mal der Herbst. Da kann man mit Spritze nicht mehr viel machen. Wenn sowas früher auftaucht, also ich sag mal, sogar im Wachstum einer Pflanze kann man schon mal ein Fungizid spritzen. Generell gibt es aber ein ganz tolles Mittel. Im Knick stehen überall Brennnessel. Macht euch eine Brennnesseljahre oder sogar den heiß beliebten, in Anführungsstrichen, Ackerschachtelhalm. Der hat Kieselsäure in sich. Und wenn man aus diesem Ackerschachtelhalm oder aus Brennnessel eine Jauche herstellt, kann man da toll die Blätter mit bespritzen von vielen Pflanzen, die anfällig sind für Pilz. Und das ist stärkend, das kräftigt die Oberfläche von den Blättern und dann ist das für jeden Pilz schwieriger, durch die Epidermis in die Blätter einzudringen. Also Brennnessel oder Ackerschachtelhalm, Jauche ist auf jeden Fall immer die erste Wahl, um eine Pflanze zu stärken, damit sie erst nicht krank wird. So, ist eine neue Frage reingekommen. Was sind besonders bienenfreundliche Pflanzen für den Balkon? Tolle Frage. Man kann sagen, also da gibt es so viele verschiedene. Ich würde jetzt mal, wenn jetzt gerade der Balkon gefragt ist, zum Beispiel die Hortensie Pinky Winky, hat auch einen süßen Namen, finde ich. Die fängt weiß zu blühen an und verwandelt dann ihre Blütenfarbe von weiß zu rosa bis zu einem richtig schönen, satten Purpurton. Also das fällt auch richtig auf, wenn man dran vorbeigeht. Und die hat wirklich ganz viele kleine filigrane Blüten, wo dann die Bienen wirklich zuhauf sich dann wiederfinden da. Also auch nicht nur Bienen, sondern auch Schmetterlinge und Nachtfalter, so sogar über Nacht laben sich da in Nektar und Pollen. Also Hydrangea Pinky Winky ist einer meiner Lieblingsbienenpflanzen, weil sie ist auch standstabil. Sie fällt nicht nach dem Regen auseinander. Oder den Syringer, also wenn man Duftflieder sehr gerne macht, den Palbin. Auch eine ganz tolle Kübelpflanze, weil sie nicht so groß wird. Also ich sag mal so einen Meter hoch, sollte schon ein Kübel von Durchmesser um 50 cm Durchmesser bis 60 cm Durchmesser haben, damit sie halt ordentlich Kraft hat. Es ist immer wichtig, dass man gute Pflanzerde benutzt, um einen Kübel eine Pflanze in einen Kübel zu pflanzen, weil der Kübel ja nur ein begrenzter Lebensraum ist und wir erwarten von der Pflanze, dass sie ordentlich blüht und gesund ist. Und dann sollte man ihr schon ordentlich gute Erde zur Verfügung geben. Auf jeden Fall ein Loch unten in die Erde, vielleicht ein bisschen Blähton unten rein, dass die Wurzeln nicht im Wasser stehen. Habe ich aber auch ein ganz tolles Special gemacht, also ein Kübelpflanzen-Special, gerne mal reingucken.
Sogar Obst habe ich da gemacht, so Zwergobst mit verschiedenen Stauden auch unten herum. Also einmal nicht nur für den Gaumen, was toll ist, sondern auch fürs Auge ein bisschen kombiniert. Ja, einfach da mal reingucken in das Special Kübelpflanzen. Da gibt es auch noch sehr, sehr schöne Kombinationen von. Und auf jeden Fall habe ich auch ein Kräuter-Special, kann man auch auf dem Balkon. Waren auch ganz tolle Hysopus zum Beispiel oder Agastache. Die Duftnessel ist eine Staude für Bienen geeignet. Oder Echinacea, den Sonnenhut, Rudbeckia, Goldsturm. Katzenminze ist auch eine ganz tolle Kübelpflanze, die man halt ganz toll kombinieren kann. Eben zum Beispiel ein Rudbeckia, Goldsturm. Das ist so ein bisschen, hat den Charakter von einer Sonnenblume mit dem blauen Katzenminze, also Nepeta Walker's Low, kann man eine ganz tolle Kombination pflanzen und ist beides super Bienen geeignet. Wein im Kübel hat, welchen Schutz braucht er über den Winter? Also ich gehe mal davon aus, dass das der Fruchtwein ist, mein Lieblingsfruchtwein. Ich könnte jetzt kurz in den Garten gehen und ich habe wirklich draußen im Garten wunderschöne blaue Trauben. Vielleicht kann mich sogar jemanden rausschicken, der eben eine Traube reinholt, da könnte ich die zeigen. Hinten, wenn ihr mal guckt, also ich habe einmal dunkle Trauben hier vorne und die nächste ist grüne Trauben, dann zeige ich euch mal. Also echt mega lecker, Venus, die letzte, ja da. Hat keine Kerne, Venus, ist eigentlich mega lecker. Ich liebe sie, meine Hühner lieben sie. Und wenn man die jetzt unbedingt im Kübel halten möchte, ja, also die ist jetzt noch nicht ganz reif. aber so sehen die dann aus, so in dieser Größenordnung, vielleicht sogar noch ein bisschen größer. Und die werden richtig dunkelblau und sind ohne Kerne. Ich mag nicht so gern Kerne. Die Sorte Venus, also wie gesagt, hier noch nicht ganz ausgereift, aber für mich jetzt zu sauer. Ich gebe sie gleich den Hühnern, die fressen das. Aber auf jeden Fall sollte der Kübel groß genug sein. Die Veredelungsstelle sollte oberhalb der Erdoberfläche sein. Und ich würde da auch wirklich einen größeren Kübel nehmen, damit wir dann auch ordentlich Obst haben. Also 50 cm Minimum, 60 cm besser im Durchmesser, auch ein bisschen höher. Auch hier wieder Abflussloch, dann eine Drainageschicht mit Blähton, gute Pflanzerde dazu. Ihr könnt nicht so gerne Rindenmulch oben drauf, weil das schließt so ein bisschen den Wurzelbereich ab. Die Wurzel kann nicht atmen. Dann können da eher ein paar Stauden darunter sein, die halt die Pflanze, die den Wein nicht beeinträchtigen, wie zum Beispiel, es gibt eine rosane Nachtkerze oder Geranium Biocovo, habe ich auch in dem Balkon-Pflanzen-Special mit drin. Die kann man auf jeden Fall immer noch dazu pflanzen, die locken halt die Bienen zur Befruchtung an. Wein kann man gern immer mal schneiden, die Weintrauben auf jeden Fall frei schneiden, damit die großen Blätter nicht über die Trauben hängen, damit die Trauben auch reif werden. Man kann aus den Blättern zum Beispiel die gefüllten Weinblätter machen, wie die Griechen. Ist auch lecker mit Tzatziki zusammen, dass man sie nicht wegschmeißen muss. Aber auf jeden Fall sollten die Trauben halt der Sonne entgegenschauen, also sollten die Blätter weggeschnitten werden. Das macht dem Wein überhaupt nichts. Wenn man jetzt die Möglichkeit hatte, ein Gerüst zu bauen, kann man sogar, ich sag mal, in T-Schritten, in zwei oder sogar drei Etagen, könnte man sich sogar für die Weinpflanze ein Gerüst bauen aus Bambusstäben. Und dann kann man die Triebe horizontal leiten. Weil alle Triebe, die horizontal stehen, wird der Saftstrom oder die Schnelligkeit des Saftstroms reduziert. Und das bildet auf jeden Fall immer mehr Blüte und mehr Frucht. Das ist aber generell bei Obst so. Also deswegen macht man zum Beispiel beim Apfelbaum ein Gewicht am Ende des Triebes, damit der Seitentrieb horizontal gezogen wird.
weil da der Saftstrom langsamer durchläuft, als wenn das nach oben schießt und dadurch mehr Blüte und mehr Frucht bildet. So, jetzt rede ich so viel über Wein. Jetzt ist noch eine Frage reingekommen. Ich hatte dieses Jahr so viel Pech mit Rosen. Immer wieder irgendwelche Schädlinge. Gedüngt habe ich mit Kaffeesatz und Bananenschale. Was habe ich falsch gemacht? Also man kann gerne mal als Zusatz kann man eine Bananenschale und Kaffeesatz geben. Aber wenn man mir jetzt einen Teller nur mit Erbsen vorstellen würde, dann würde ich auch sagen, wo ist denn hier mein Schnitzel oder meine Bratkartoffel? Das reicht mir jetzt auch nicht nur ein paar Erbsen. Also schön wäre es, wenn sie halt das volle Paket bekommt. Und da sind wir wieder bei Oskorna Animalin. Rosen gerne mal, ich sag mal so im März, April die erste Düngung. Dann aktiviert man die Rose, dann hat man den ersten Blütenflor im Juni. Dann schneidet man sie ja ordentlich zurück. Wohlgemerkt, weil der zweite Trieb ja noch etwas länger wird. Das kalkuliert man gleich ein. Das heißt, im Juni ordentlich nach dem ersten Blütenflor schneiden und dann in dem Zuge nochmal den Oskorna Animalin düngen, dann hat man auch jetzt zum Beispiel blühen meine Rosen im Garten schon alle das zweite, sogar gegebenenfalls das dritte Mal. Ganz wichtig ist, die richtigen Sorten zu wählen. Also wenn man zum Beispiel einen ungünstigen Rosenstand hat, dann ADR-Rosen, habe ich aber auch ein Rosen-Special, da habe ich dieses ganze Thema ADR beschrieben. Und vielleicht, wenn ihr der Rose noch was extra gut tun wollt, einen kleinen Hügel drauf machen bei einer Frischpflanzung. Und hier sind wir wieder beim Weihnachtsbaum. Nicht wegschmeißen den Weihnachtsbaum, sondern die Seitentriebe abschneiden, nochmal als Decke oben drüber legen. Und die Pflanzen gehen gestärkt ins Frühjahr mit der ersten Düngung im März und der Folgedüngung im Juni. Und dann bestenfalls noch die richtigen Sorten. Und da sollte dann jede Pflanze eigentlich gesund und üppig blühen. So, viel geredet. Noch eine Frage. Genau, ist das Biodünger oder eine Chemiebombe? Nein, Oskorna Animalin ist absolut ein organischer Dünger, also kein mineralischer Dünger. Absolut biologisch, also meine Hunde, das riecht natürlich auch ein bisschen organisch. Und wenn ich frisch gedüngt habe, dann rennen meine Hunde hinter mir her, weil sie das gerne riechen mögen. Auch alles, was zu essen ist, also Thema Obst, Gemüse, Kräuter, ist Oskorna Animalin absolut der richtige Dünger. Wenn man jetzt einen schlechten Boden hat, kann man zum Beispiel den Bodenaktivator noch mit einmischen. Das ist so ein Zauberpulver, um halt die Struktur des Bodens noch zu verbessern. Also bei sehr sandigen oder sehr lehmigen Boden, um die Regenwürmer anzulocken. Die lockern den Boden und das ist eigentlich das Zauberpaket. Oskorna Animalin plus den Bodenaktivator. Genau, schwuppdiwupp ist die Stunde schon vorbei. Ich habe mich total gefreut über die tollen Fragen. Mal gucken, ich denke, wir werden wieder eine Live-Sprechstunde machen. Und wenn ihr dann ordentlich mit Fragen zuballert, könnt ihr die Fragen bis dahin vielleicht notieren, dass ihr sie dann griffbereit habt. Hat mir super viel Spaß gemacht, tolle Fragen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!